Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu meiner zweiten Darmstadt TV-Folge. Diesmal dreht sich alles um den Fußball, denn die Roten Teufel waren zum Saisonabschluss in Ramstein bei der FV Olympia zu Gast. Doch beginnen wir erst einmal mit meinem ersten Interviewpartner, Ralf Hechler. Seit nun mehr als 36 Jahren ist er im Verein aktiv, ob als Spieler, Trainer oder ehrenamtlicher Helfer. Doch am 25. Mai 2016 hat Ralf Hechler seinen Vorsitz abgegeben, denn als neuer Verbandsbürgermeister von Abstein-Miesenbach bleibt ihm in Zukunft sehr wenig Zeit für all diese tollen Aktivitäten für den FV Olympia. Doch wie hat Ralf Hechler sich eigentlich ins neue Amt eingearbeitet? Ich habe ihn mal selbst gefragt und hier folgt nun die Antwort. Ja, ich denke, ich habe mich ganz gut eingearbeitet. Es war vieles ja schon bekannt. Es ist sehr, sehr viel momentan. Aber so langsam normalisiert sich das auch. All das, was man noch nicht gewusst hat, weiß man langsam. Wie schwer ist es dir gefallen, das Amt bei der FVO abzugeben und anderen Tätigkeiten nachgehen zu können? Ja, also noch habe ich es. Bis zum 25. Mai ist es soweit. Dann haben wir Generalversammlung und dann werde ich den Vorsitz abgeben. Aber ich werde dem Verein natürlich treu bleiben. Das bin ich seit 1980, also seit 36 Jahren. Und habe bis zum Sommer noch die ganz Kleinen, die ich trainiere, die G-Junioren. Aber auch da im Sommer muss ich einen Schnitt machen, weil das einfach von der Zeit her nicht ausreicht. Und ich möchte auch dem Verein nicht schaden, meinem Verein nicht schaden, dass es immer heißt, bloß weil der Ralf Bürgermeister ist, kriegt die Olympia irgendwas Besonderes. Das ist nicht der Fall. Und um dem auch aus dem Weg zu gehen, also werde ich die Olympia halt passiv begleiten. Wie viel bedeutet dir die Jugendarbeit mit den Kindern und was für eine Bedeutung hat es für dich als zweifacher Vater? Ja, als Olympianer weiß man, dass das unser wichtigstes Gut ist seit den 50er Jahren schon. Wir haben ja 100-Jähriges gefeiert, haben das alles recherchiert, sind wir eigentlich der Ausbildungsverein in der Umgebung. Wir haben die meisten Kinder in den letzten Jahren auch trainiert und manche ins Ziel gebracht. Sehr viele sind natürlich gekommen, gegangen durch die vielen Zuzüge, durch die NATO, durch den Flugplatz. Aber wir leben von unserer eigenen Jugendarbeit und ich denke, das wird auch in Zukunft unser Augenmerk sein. Es ist natürlich schön, mit der ersten Mannschaft so hoch zu spielen, wie es geht. Aber wir wollen da spielen, wo wir hingehören und mit den eigenen Leuten arbeiten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, Ralf, dass du gegen den großen 1. FC Kaiserslautern gerne höchstpersönlich auf dem Platz stehen würdest, wollen, um das eine oder andere Tor zu machen. Aber jetzt mal als Zuschauer und als Bürgermeister, was tippst du für das Spiel FTK gegen die Freunde und gegen die Olympia? Es wird ein knapper Heimsieg. Nee, Quatsch. Also ich habe 2002, als beim 90-Jährigen, haben wir ja schon mal gegen die gespielt. Da war ich Spielführer und dann habe ich mal gesehen, auch wenn man sich immer über den FCK aufregt, wie gut die eigentlich sind im Gegensatz zu uns. Wir hatten damals 16-1 verloren. Ziel wäre es heute, unter zweistellig zu bleiben, dass es ein schönes Spiel gibt und dass sich von uns auch keiner verletzt. Natürlich auch von dem Gegner nicht. Es soll ein faires Spiel sein, die Leute sollen Spaß haben. Und bin ich zuversichtlich. Und wenn es unter zweistellig bleibt, bin ich glücklich. Und wenn es nicht weit drüber ist, auch. Danke, lieber Ralf, dass du dir die Zeit genommen hast für das tolle Interview. Gerne, Stefan. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Spiel und hoffen wir, dass es nicht zweistellig wird. Ne? Genau. Vielen gut. Dank. Vielen Dank. Im Vorfeld habe ich mich zu meinem zweiten Interviewpartner schlau gemacht, wie die Fans ihn einschätzen. Und jetzt dürft ihr raten, wer es ist. Gut, starker Typ. Sehr starker Typ. Netter Kerl, guter Trainer. Schau, wer bleibt. Ich finde ihn super, also ist ein guter Trainer. Als Typ finde ich ihn eigentlich ganz gut. Als Trainer kann ich nichts sagen, weil ich bin nur zum Bier trinke hier. Von Fußball habe ich nämlich überhaupt keine Ahnung. So an sich macht er ganz sympathischer Eindruck. Er ist relativ offen und er ist relativ volksnah. Sagen wir es mal so, das ist eigentlich eine gute Sache. Auf der Autogrammstunde für die Rollstuhlfahrer und da war er sehr Fan da. Und sonst finde ich ihn etwas schüchtern, weil die Mannschaft, die kommt ja ab und zu den Fans in die Westkurve. Ja, und der Conny ist seltenst dabei. Inzwischen ist Konrad Fünfstück leider kein FTK-Trainer mehr, doch bei den Dreharbeiten hatte ich natürlich die Chance genutzt und ihn unter anderem gefragt, was eigentlich beim 2:5 in Hamburg zum Saisonabschluss passiert ist. Formulieren, was da los war. Ja gut, letzte Saisonspiel gegen St. Pauli haben wir auch eine Mannschaft nochmal getroffen, die sehr, sehr gut nach vorne gespielt hat, die effektiv an der Chancenauswertung und eigentlich jeder Schuss war ein Treffer.
Wir waren defensiv nicht gut sortiert, haben defensiv kein gutes Spiel mehr gemacht und nach vorne die sich bietenden Chancen nicht verwerten können. Jetzt sind wir hier in Ramstein-Miesenbach bei der FV Olympia Ramstein. Was dürfen wir von Ihnen und Ihrer Mannschaft erhoffen? Werden Sie direkt in die Offensive gehen oder werden Sie sich zuerst einmal ein bisschen zurückziehen? Ja, nochmal, wir freuen uns jetzt auf einen schönen Saisonabschluss. Danach freuen wir uns auf den Urlaub, den wir uns jetzt auch verdient haben hier. Bedanken uns bei den Organisatoren für diese tolle, schöne Veranstaltung, für dieses Fußballfest, das sie hier den Menschen in der Region, unseren FCK-Fans hier bieten. Und deswegen tolle Geschichte und da machen wir gerne mit. Super. Herr Fünfstück, Sie sind in dieser Saison zum Cheftrainer des 1. FC Kaiserslautern geworden. Jetzt ist die Saison vorbei. Was sagen Sie zu der Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten vom 1. FC Kaiserslautern? Ja, ich denke, es war ein sehr turbulentes Jahr mit vielen Personalwechseln innerhalb des Vereins, mit viel Unruhe. Und wir sind froh, dass wir die Saison jetzt dann beenden können. Natürlich ist der Tabellenplatz nicht das, was uns erwünscht haben und was auch den Anspruch vom 1. FC Kaiserslautern gleichkommt. Aber man muss auch sagen, dass dieses Jahr einfach mit so vielen Begleiterscheinungen behaftet war, dass es für uns alle sehr, sehr schwierig war. Und wir dennoch froh sind, dass wir die Saison so beenden konnten, dass wir im Klassenerhalt Gott sei Dank geschafft haben. Und wir müssen alle aus der Saison die richtigen Lehren ziehen. Ja, Herr Fünfstück, dann wollen wir erstmal die Pflichten zur Seite schieben. Und ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal ein schönes Fußballspiel hier bei uns auf dem Sportplatz und wünsche Ihnen und Ihrer Mannschaft für die neue Saison viel Kraft und Energie und erst einmal gute Erholung. Dankeschön. Ihnen auch alles Gute und eine schöne Sommerpause. Vielen Dank, Herr Fünfstück, dass Sie die Zeit genommen haben. Und ja, wir werden uns wahrscheinlich nachher nochmal kurz sehen dann. Alles klar. Ja, liebe Zuschauer, das war das Interview mit dem Trainer Konrad Fünfstück. Nun wollen wir aber auch mal schauen, was hier auf dem Gelände der FV Olympia überhaupt los ist. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir einfach mal einen kleinen Rundgang und schauen, was es alles zum Sehen gibt. Bitte sehr. We are the right, yeah, the people we unite. Germans work much more. Das musikalische Rahmenprogramm wurde von der Rock- und Pop-Formation Stabmusikkorps der US-Streitkräfte in Europa mit der Band Touch & Go in sonderlicher Kleidung präsentiert. Natürlich durfte das kulinarische Angebot nicht zu kurz kommen. So gab es nicht nur eine Gerichtsstation, die Fans mit saftigen Würstchen und den bekannten Olympia-Frikadellen versorgte, sondern auch auf dem Hang fanden hungrige und durstige Zuschauer eine weitere Grillstation. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an alle Ehrenamtliche, die das alles ermöglicht haben. Organisiert wurde dies alles natürlich auch wieder von Joe Felger, der noch Trainer bis zum 30.06.2016 von Olympia Ramstein ist. Doch auch für ihn war es nach 20 tollen Jahren das letzte Heimspiel als FVO-Coach. So durfte natürlich das Interview mit ihm nicht fehlen. Vorher noch ein paar schöne Fotoeindrücke. Lange war er hier zu Hause am Hort, nun heißt es Abschied nehmen von Joe Felger und dem sagenhaften wöchentlichen Olympia-Express von seiner Frau. Vor allem das letzte offizielle Heimspiel war für ihn und sein Team eine Tortur und wurde für hartes Kämpfen leider doch nicht belohnt. Nun steht er an meiner Seite und hat einiges zu erzählen. Dein letztes Heimspiel mit der FV Olympia Ramstein. Und der 1. FC Kaiserslautern kommt hierher zu euch. Was für eine Ehre ist das für dich? Also ich konnte mir nichts Schöneres vorstellen als das letzte Heimspiel hier nach 20 Jahren für die Olympia gegen meinen Lieblingsverein FV 1. FC Kaiserslautern zu bestreiten. Nach 20 Jahren schließt sich für mich ein Kreis nach toller Arbeit mit vielen, vielen tollen Leuten. Ich bin dankbar dafür, hier 20 Jahre wirken zu dürfen. Und natürlich gehe ich mit einem lachenden Auge und natürlich auch einem weinenden Auge. Was war für dich in den 20 Jahren FV Olympia Ramstein, nicht nur als Trainer, sondern auch als Eventplaner hier in Ramstein, dein persönliches Highlight? Also da muss ich ganz einfach sagen,
100 Jahre Olympia Rammstein. Das war eines der größten Momente hier mit einem riesigen Fest drumherum. Wir hatten gerade den Kunstrasen fertig gebaut, hatten hier ein tolles Spiel auch gegen den FC Homburg damals, die damals aufgestiegen sind in die Regionalliga. Dieses Spiel haben wir übrigens 3-2 gewonnen, deswegen erste FC Kaiserslautern aufgepasst. Und das war also natürlich ein Riesen-Event drumherum. Und dann muss ich auch sagen, wir haben hier Rock am Hocht installiert. Das war zu Beginn, als wir Ralf Hechler verabschiedet haben. Zum ersten Mal haben wir ein Riesen-Event draus gemacht und das war natürlich super mega toll und haben dieses Rock am Hocht dreimal gemacht insgesamt und es war richtig, richtig toll. Mit einer tollen Band aus Karlsruhe, Double Trouble, na, haben wir es hier richtig, richtig, richtig krachen lassen. Ja, apropos großes Event, du hast ja heute auch wieder einiges auf die Beine gestellt und die FV Olympia und Freunde gegen den 1. FC Kaiserslautern. In deinem Zitat in der Vorankündigung hast du gesagt, dass ihr den FTK schlagen werdet. Jetzt kurz vorm Spiel, keine 5 Minuten mehr und die Spieler kommen raus. Wie lautet dein Fazit? Ich denke mal, meine Jungs sind heiß. Sie wissen die Schwere der Aufgabe, aber man muss das Spiel auch ein bisschen anheizen. Den Zuschauern soll was geboten werden. Und ich bin mir auch sicher, dass wir im FCK einen heißen Tanz bieten werden und vor allen Dingen auch den Zuschauern, den treuen Fans, gerade hier aus dem Umland, von den umliegenden Vereinen, die hierher gekommen sind. Das Wetter spielt mit. Ich denke mal, wir werden eventuell an die 1000 Zuschauer bekommen. Das ist eine super Sache. Und deswegen, die Jungs sind heiß. Und dann schauen wir mal, was am Ende rauskommt. Ja, lieber Joachim Felker, dann wünsche ich dir für dein letztes Heimspiel und deiner Mannschaft ein torreiches Spiel. Hoffentlich auch ein paar Tore von der FV Olympia. Und sonst bleibt mir nichts anderes zu sagen. Alles Gute für deine weitere Laufbahn als Trainer. Und ich hoffe doch mal, dass wir uns wieder sehen werden. Also ich bin mir sicher. Erstmal vielen, vielen Dank für die schönen Worte. Danke für die Möglichkeit, das Interview zu geben. Ich denke mal, es war eine tolle Zeit hier. Und ich bin dankbar dafür. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Und wir werden uns mit Sicherheit hier irgendwo wiedersehen oder bei irgendeinem Event hier in der Gegend. Danke, Stefan. Vielen Dank, Joe, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, es geht schon los. Also, das ist bereit. Ja, es geht endlich los. Die Kleinen warteten gespannt auf die Mannschaften. Und siehe da, auch Joe Zimmer war zum letzten Male mit dabei beim Freundschaftsspiel zwischen dem FV Olympia Rammstein mit seinen Freunden gegen den großen 1. FC Kaiserslautern. Dann ging es los. In Begleitung der kleinen Balljungs ging es dann für alle 22 Akteure auf den Platz. Das inzwischen dritte Freundschaftsspiel zwischen dem FVO und dem FCK stand übrigens unter der Leitung vom Miesenbacher Schiedsrichter Ingo Hess. Und die zahlreich erschienenen Zuschauer sollten bei milden Weittemperaturen in den nächsten 90 Minuten so einiges zu sehen bekommen. Der Ball rollte bzw. flog und relativ war auch schnell klar, wer hier das Sagen hatte. Nämlich die Jungs vom Betzenberg. Am Anfang konnten sich die Freunde sich noch wehren, doch dann schlug es ein paar Male im Olympiakasten ein. Es geht los mit dem 0:1. Ja. Daraufhin folgte Treffer Nummer 2. Danach das 0:3. Das vierte Tor vom FCK zum 0:4. Ja, die Fans bekamen ein Tor nach dem anderen geliefert. Nun aus meiner Perspektive das fünfte Tor für den 1. FC Kaiserslautern und anschließend kurz vor der Halbzeit das Tor zum 0:6. Dann noch eine weitere gefährliche Situation für die Mannschaft von Joe Felker, aber der Freistoß ging knapp am Kasten vorbei. Tja, der eine bekam einiges zu tun, während der andere fast selber mitspielen wollte. Aber ganz chancenlos wollten sich die blauen Freunde sich nicht geben und kamen nach einem Ballverlust vom FCK doch noch zu einer Konterchance. Das Halbzeitfazit lautet
6 Mal hat es im Netz gezappelt, aber noch ist es einstellig. Erst einmal durften die Jungs durchatmen und dann wurde die Chance genutzt für ein Gruppenfoto. Dann hieß es auf Wiedersehen sagen und Ralf Hechler übernahm als noch Vorsitzender die Verabschiedung. Er ist ein Urgestein hier für uns. Er hat viele Spieler unserer aktuellen ersten Mannschaft schon in der G-Junioren-Mannschaft trainiert. Seit 20 Jahren ist Joe Felger hier beim FV Olympia Rammstein Programm. Und nicht nur als Trainer, sondern als guter Vater der Kompanie, als Organisationstalent. Auch heute das Spiel trägt seine Handschrift. Joe, das kann man in Worte nicht fassen. Wir haben hier etwas machen lassen, das man auch an die Wand hängt. Du bleibst uns hoffentlich erhalten. Natürlich auch einen Gutschein für dich und deine Frau Jutta. Auch ihr vielen Dank für die super Arbeit fürs Stadionheft und unsere Homepage, aktuelle Bilder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt Olympia auch wohlgesonnen und wir sehen uns wieder, da bin ich mir ganz sicher. Applaus, Joe Felger! Dann ging es auch schon direkt weiter mit Hälfte Nummer 2 zwischen der FVO mit seinen Freunden gegen den 1. FC Kaiserslautern. Zum Abschluss der Rede scherzte Verbandsbürgermeister Ralf Hechler noch, dass der FVO das Spiel drehen würde. Nista Jungs, die Roten Teufel schossen weiterhin fleißig ihre Tore. Nun folgen Treffer Nummer 8 bis 10, bitte sehr. Vom FVO-Spielerkader waren übrigens 11 Olympianer, 3 vom SV Nastiegschweiler, 2 vom SV Besesbach, 2 vom SV Bann und vom SV Mackenbach sowie vom SV Spiesbach jeweils einer mit dabei. Natürlich wurde bei so einem Freundschaftsspiel die Möglichkeit, viel wechseln zu dürfen, genutzt, sodass auch jeder mal ein bisschen spielen durfte. Am Ende wurde das Ergebnis dann doch leider zweistellig seitens der FV Olympia-Anhänger, die weiterhin tapfer zusahen und doch noch die eine oder andere Chance erleben durften für den Ehrentreffer. Aber wie man sehen kann, sorgten die Profis vom FCK dafür, dass auch kein Olympianer dem Ball zu nahe kam. Dann die größte Chance zum Ehrentreffer für den FVU. Nach dem Spiel schnappte ich mir noch 2 FCK-Spieler, den Anfang machte Sascha Mockenhaupt, mit meiner Frage, wie schwer die Saison für ihn und sein Team war. Ja, es stimmt schon, die Saison war durchwachsen. Wir haben viele Höhen und Tiefen dabei gehabt. Aber im Endeffekt, wo es wirklich drauf ankam, wo wir Charakter zeigen mussten, haben wir viele Spiele ineinander gewonnen und haben im Endeffekt noch es versöhnlich abgeschlossen. Aber natürlich ist unser Anspruch, doch besser in der Tabelle zu stehen. Was nehmt ihr euch, ohne jetzt direkt das Oberhaus von der ersten Bundesliga anzugreifen, was nehmt ihr euch vor, in der nächsten Saison vielleicht besser zu machen oder anders zu machen? Ich denke, wir müssen einfach konstanter spielen, weil wir hatten Phasen dabei, wo wir Leipzig geschlagen haben, wo wir 3 Spiele ineinander gewonnen haben und die müssen wir einfach kompensieren und öfters hinlegen und nicht immer wellenmäßig unsere Leistung zeigen. Na, dann hoffe ich, dass dieses Freundschaftsspiel ein schöner Abschluss für Sie war. Dann wünsche ich Ihnen erstmal einen erholsamen, guten Urlaub und mit neuer Kraft und Energie in die neue Saison. Vielen Dank. Dankeschön. 15/2016. Ich denke mal, es war ein schweres Jahr für uns. Mit Höhen und Tiefen. Vor allem jetzt, wo wir die 5 Spiele hintereinander verloren haben, jetzt in der Schlussphase, war natürlich nicht einfach. Da sind wir natürlich umso glücklicher, dass wir danach eine Serie starten konnten und uns da unten raus katapultieren konnten und dann noch persönliches Ende gefunden haben. Die Saison war, wie angesprochen, durchwachsen. Was nehmt ihr euch, jungen Fußballer, für die nächste Saison vor? Was dürfen wir Fans von euch erwarten, ohne jetzt das Oberhaus jetzt anzugreifen? Ja, ich denke mal, wir hatten schon sehr viele junge Spieler dabei. Auch so Spieler wie ich zum Beispiel, die noch nie zweite Liga gespielt haben, die sich erstmal zurechtfinden mussten. Und wenn wir uns die letzten 6-7 Spieler anschauen, außer jetzt das letzte gegen Pauli, wenn wir daran anknüpfen können und uns dann stabilisieren können, dann können wir auch, glaube ich, eine bessere Saison als dieses Jahr spielen und dann den Fans natürlich auch wieder mehr Siege bescheren, vor allem zu Hause. Ja, dann kann ich nur sagen, wünsche ich Ihnen den erholsamen Urlaub, den Sie auch verdient haben und viel Kraft und neue Energie für die neue Saison und wer weiß, vielleicht sehen wir das ein oder andere Tor mehr und dürfen vielleicht das ein oder andere Mal mehr jubeln. Wir hoffen es alle und ja, vielen Dank fürs Interview.
Auch danke. Und, ja. So, liebe Zuschauer, das war schon wieder mit Ramstedt TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bedanken will ich mich an dieser Stelle herzlichst bei meinem Helferteam mit Elisabeth, Frank und Joe für diese Organisation und Hilfsbereitschaft. Tolles Team. Und auch ich verabschiede mich jetzt. Bis zum nächsten Mal mit Ramstedt TV.